Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Wir sind wieder back bei mir in der Werkstatt und nicht nur wir sind back, auch ist Louis Domax ist back, wie ihr seht. Wir waren jetzt lang unterwegs, den ganzen Sommer, haben zahlreiche Events besucht, haben eine geile Zeit gehabt und jetzt ist endlich wieder Zeit für unsere Renngeräte und für unsere Projekte. Und da ihr wisst, ich möchte ja alle meine Geräte bis Ende des Jahres halbwegs fertig haben, habe ich gesagt. Und ich bin eigentlich auf einem sehr guten Weg. Wir stehen da hinter der Kamera, meine ganzen Projekte, alles sind zusammengebaut, alle stehen auf Reifen, alle haben einen Motor drinnen, wenn ich das so schaue. Und deshalb haben wir gedacht, ist Zeit für das Louis Vuitton Maxi. Das Louis Vuitton Maxi kennen extrem viele. Es waren meine Anfänge auf YouTube. Es wird jetzt das Ende von meiner Zeit auf YouTube kommen. Und das sind die Anfänge gewesen. Das Louis Vuitton Maxi habe ich gekauft. Mit Papiere, es war eigentlich glaube ich Silber oder so. Ich habe es dann umlackiert, habe das Louis Vuitton Logo drauf gemacht. Das kann man sich anschauen auf dem EO-Kanal, gibt es da Videos in Hülle und Fülle. Und habe das aber dann nie so richtig gefühlt, dass ich das anmelde, weil das ein bisschen kitschig kommt mir vor war. Und habe eigentlich dann nie einen richtigen Anwendungsbereich dafür gefunden. Den habe ich jetzt eigentlich auch trotzdem nicht. Das Moped wird ein bisschen ein Restl-Moped, aber wir haben eigentlich Top-Komponenten, muss ich sagen. Ich hätte vor, wie ihr da seht, die dicken Pirelli-Reifen zum draufmachen, mit Scheinbremsen, mit einem starken Motor, den Zeug Maxi-Factory-Zylinder vom letzten Jahr, vom letztjährigen Renngerät habe ich noch da liegen. Und ich glaube, mit dem FMF Shorty Endtopf wird das Gerät extrem fett werden. Wir schauen uns die Teile heute mal im Detail an, was ich schon alles da habe, was ich noch besorgen muss. Wir verschaffen sich einen kleinen Überblick und ich würde sagen, es ist ein geiler Abschluss vom Jahr, dass wir das Louis Vuitton Maxi fertig machen. Was ich dann genau damit angehe, weiß ich nicht. Mein Ziel ist einfach nur, dass ich alle meine Rahmen und so weiter auf Räder da stehen habe, mit einem halbwegs Motor drinnen. Und das Louis Vuitton Maxi ist, rundet, glaube ich, das Jahr nochmal so richtig geil an. Ob es am Ende geil wird, müsst ihr entscheiden. Ich hoffe, ich freut euch, dass wir wieder weg sind in der Werkstatt. Und ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht lang. Let's go! Ich habe das alles einmal ein bisschen da aufgelegt. Vielleicht vorweg. Ich hätte eigentlich ein bisschen was anderes nochmal vorgehabt mit den ganzen Rahmen. Aber der Old Dog hat starke Einwände eingelegt und hat gesagt, nein, das muss so bleiben. Ich hätte nämlich von Foliatex einen Sprühlack gekauft, also so ein Folienlack eigentlich. Das tragt man auf, kann man jederzeit wieder übernehmen. Und wollte den Louis Vuitton Maxi Rahmen mit dem lackieren, dass das so schwarz matt ist. Und diese Einkerber, also diese und diese Pickel da, was ihr seht, was ein bisschen hecher sind eigentlich, dass die nachher trotzdem im Lack seinen Effekt eigentlich machen, obwohl es nur schwarz matt gewesen war. Aber der Ultra hat gesagt, das hat keiner, das muss man erst einmal nachmachen. Er wird das so lassen, ich habe mich dann überzeugen lassen. Und zufällig habe ich dann den Pirelli-Reifen hinten reingestellt mit dem Licht und so weiter und habe mir eigentlich gedacht, Alter, das Gelb macht sich so geil mit den Braun und ja, generell mit dem Louis Vuitton Muster. Ja, man kann sagen, es ist schön, man kann sagen, es ist schier. Ich glaube, dass einfach für Treffen und so weiter richtig was Cooles, ein bisschen ein Blickfang sein kann. Ja, die Sprühfolie würde ich aber trotzdem nicht ganz weglassen. Ihr kennt es von meiner violetten Purple Straßenmaxi. Ich habe die Schwingen damals und die Gabel schwarz gemacht. Die zwei Sachen wie ich da auch mit der Sprühfolie schwarz lackieren. Wir werden dann sehen, ob sie das dann ein bisschen auserhebt, wie das ausschaut. Also Gabel und Schwinge wird schwarz lackiert. Dämpfer, weil es da gerade liegen, werde ich auch wieder die ja, Dämpfer vom Projekt Blueprint einbauen. Die taugen wir eigentlich halbwegs und ich glaube, dass das mit dem Schwarz noch auch ziemlich zupassen wird zu Gabel und zu Schwingen. Und ja, Reifen, ihr seht es, ich habe da die breiten Pirelli-Reifen drin, was ich eigentlich fürs Projekt Blueprint gesponsert gekriegt habe.
dass ich aber das Projekt Blueprint ein bisschen anders entwickelt habe, wie ihr alle wisst, werden die jetzt da einen Anwendungsbereich finden. Also ich glaube, es kommt sein, dass das ein cooles Moped wird für so Moped-Meetings, wo auf Asphalt gefahren wird, weil dicke Reifen drin sind, ein starker Motor wird reinkommen und gescheite Bremsen wird es auch haben. Ja, und wenn wir da schon bei den Bremsen sind, ihr seht es da schon, das ist der Hinterreifen vom Projekt Blueprint gewesen mit den schmalen Raffen drauf. Deshalb die schmalen Reifen fürs Beschleunigungsrennen. Wie ihr wisst, das bringt sehr viel, wenn man leichte Reifen drinnen hat. Und da seht ihr die Gabelstellen vom Projekt Blueprint. Und seht ihr genau, das sind nur mehr die Holme. Der Kotflügel, der war fix verbunden damals mit der Aufnahme für die vordere Bremsen. Und das Ganze wird, die ganze Narbe von den Reifen wird dann eben in die dicken Pirelli-Reifen reinkommen und mit der Gabel verwendet. Ja, und die Bremsen werden wahrscheinlich auch wieder Magura NT5 sein, wie wir sie eigentlich auf der Blueprint aufgebaut gehabt haben. Und das heißt, fahrwerkstechnisch wird das eine Kopie eigentlich vom Projekt Blueprint sein. Die wird vom Buchshop bestellen müssen, Eierlampen, eine goldene Kegel kommt da wieder drauf, wie ihr es kennt, vor allem meine Mopeds bis jetzt. Es wird Standard-Sessel eigentlich drauf kommen, die haben einen Werkzeugkistel drauf. Den finde ich eigentlich recht cool in der Originaloptik. Und ich glaube, was jetzt alle brennend interessiert schon, ist, was wird mit dem Motor passieren. Was ihr da seht, das ist mein erster Motor, was ich jemals zusammengebaut habe. Das war der Rennmotor für die weiße Großmaxi. Die weiße Großmaxi, ich blende es vielleicht nochmal ein, kennen sicher manche auch. Alle, was von Anfang dabei sind vom EO-Kanal, werden sie da jetzt eigentlich ziemlich taugen, weil das alles wieder die alten Komponenten sind, die alten Teile sind. Das war ein Rennmotor mit 72 Kubik Airsaal. War also der erste Durchbruch, was wir so gehabt haben. Alle sind immer nur Standard 70 Kubik Zylinder gefahren. Und wie wir den aufgebaut gehabt haben, war der Motor eigentlich eine ziemliche Offenbarung, muss ich sagen. Und der Zylinder wird aber leider rausgekommen. Airsaal 72 ist ein guter Zylinder, kann ich jedem empfehlen, aber wir haben da ein richtig scharfes Eisen. Und zwar haben wir dann auf dem Zeug Maxi Factory bearbeitet einen Italkit Giladoni 74 Kubik. Den habe ich letztes Jahr auf mein Renngefährt oben gehabt. Also das unlackierte Road to Gold Maxi hat den Zylinder drinnen gehabt. Wird schätze ich um die 14 PS haben und habe ich damals mit dem umgeschwasten KTM SX, ich glaube 80 Kubik Auspuff gefahren. Und meiner Meinung nach wird der FMF Shorty Auspuff, den sowieso alle eigentlich gesagt haben, dass er so geil ist, wird der auf dem Louis Vuitton Maxi nochmal sein Senf, wie man sagt, dazugeben. Und ja, ich glaube, dass das ein richtig geiles Projekt werden kann. Ich zeige euch nochmal da hinten, da stehen uns alle meine Maxis. Jason King, sein Mobil ist auch noch dabei. Und das war heute ein wenigerer Überblick. Schreibt es rein, wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, für was man das Moped dann verwenden kann, was man noch aufbauen sollen, was ihr noch für Ideen habt, was sie geil machen dauert auf dem Moped. Wir runden das Jahr jetzt mit dem Gerät an. Es kommen noch einige spannende Sachen die nächsten Wochen auf euch zu. Wir haben jetzt zwei Jahre extremes oder eineinhalb, ein Dreiviertel Jahr extremes Tempo gefahren. Jede Woche ein YouTube-Video und das wird der krönende Abschluss, meine Freunde. Also, bleibt dran. Es ist spannend weiterhin. Wir sind wieder zurück in der Werkstatt. Es kommen wieder Schraufer-Videos. Alles ist wieder gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Für euch, Burschen. Today, today.